Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video teste ich Produkte, die ich mir aufgrund von anderen YouTubern gekauft habe. Das sind Produkte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf meinem Radar gestanden haben, aber nachdem andere YouTuber so von geschwärmt haben, habe ich mir gedacht, ich muss die mal ausprobieren. Ich habe gestern einen Try-on-Haul probiert, da habe ich ein paar der Sachen gezeigt, aber nicht aufgetragen. Ich denke aber, dass dieses Video früher rauskommen wird, weil der Try-on-Haul gestern, ich glaube, da habe ich Filmmaterial von über 2 Stunden und das kostet mich einige Stunden zum Editieren. Deswegen kann es da zumindest im Zeigen zu ein paar Doppelungen kommen. Anfangen möchte ich mit Niod. Und zwar benutze ich ja deren Hautpflege. Das bin ich ja gerade noch am Testen. Und ich habe bei einer YouTuberin, und da weiß ich gar nicht mehr wo, gesehen, dass die dieses Photography Fluid Opacity 8 benutzt hat. Und zwar im Speziellen, das war eine Fotografin, also das war keine Beauty-YouTuberin, sondern da ging es um Film- und Kameraeinstellungen. Und sie hat gemeint, dass das besonders gut für Fotografie wirkt und das sieht immer sehr schön aus. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie dachte ich dann, ich möchte das mal ausprobieren. Das soll so eine semi-transparente Formulierung sein, die sich leicht anfühlt auf der Haut und so einen leichten goldigen Honigton verleiht und die Haut eben ausgleicht. Und das soll besonders gut im Speziellen auf Bildern aussehen. Das kommt hier mit so einem Dropper. Und wenn ich das auf meinen Handrücken gebe, dann sieht das schon sehr bronzy aus. Ich verwische das mal hier so ein bisschen. Oh ja, das sieht schon so aus, als hätte es ganz gut Farbe. Denke, ich gebe das einfach mal hier auf meine Finger und probiere das mal aus. Da sind so ein paar dickflüssigere Stellen mit dabei. Und gebe das mal auf mein Gesicht. Ich kann ein bisschen Bräune gerade gebrauchen. Ich komme wieder zu nix und ich schlafe so schlecht. Okay. Ich würde sagen, das war zu viel und das sieht ja richtig orange aus. Ich blende das mal so ein bisschen meinen Hals runter. Also im ersten Moment, jetzt auch im Gegensatz zu meiner Hand, also das färbt mein Gesicht doch schon um einiges ein. Fühlt sich sonst sehr leicht an auf der Haut. Was sagt ihr? Also im ersten Moment habe ich gedacht, okay, ich sehe so sehr orange aus, aber ich glaube jetzt so langsam, wenn das einzieht und ein bisschen meine Hautrötung weggeht von dem Anfassen, jetzt geht das wieder. Okay, okay. Erster Schreck überwunden und wenn das jetzt so runtergeht, dann finde ich das ganz schön. Also ich bekomme tatsächlich so ein bisschen einen bronzigen Look. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Ich muss das natürlich dann auch mal ausprobieren, ob das jetzt speziell gut aussieht auf Fotografien, ob dann meine Haut irgendwie gut aussieht. Also meine Rötungen und hier, da hatte ich so ein Pickelchen. Das sieht man natürlich schon noch. Insgesamt sehe ich einfach ein bisschen, ja, gebräunter aus und so ein leichtes Leuchten habe ich im Gesicht. Das ist schon mal ein spannendes Produkt, was ich gerne weiter ausprobiere. Ich habe keine Foundation, keine neue zum Testen. Deswegen habe ich meine Pat McGrath mal wieder ausgekramt. Ich trage die mal schnell auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich die Foundation aufgetragen. Ich habe mir gleich erstmal die Hälfte über meine Bluse gespritzt, weil der Pumper ein bisschen verstopft war. So lange habe ich die nicht mehr benutzt. Ich habe hier die Farbe Light Medium 8 und ich mag die Foundation sehr gerne. Das ist eine leichte Deckkraft, die ist ziemlich flüssig. Gerade im Sommer eine Foundation, die ich doch wieder öfter rauskramen sollte. Macht ein sehr schönes Hautbild. Deckt nicht komplett meine Rötung ab, aber für mich gerade im Alter genau die Art, so wie ich es gerne habe. Dann der Banana Lowlighter. Den habe ich, glaube ich, in einem Try-on-Haul schon mal gezeigt, aber noch nicht aufgetragen. Da hat mich Ellie Glyans zum Kauf inspiriert. Von der habe ich ein paar Inspirationen in letzter Zeit bekommen. Und sie schwärmt von dem. Das ist ein Complexion Enhancer, also so ein leichter Concealer, Lit from Within. Und der ist von Rodale. Den habe ich bei Zalando bestellt. Da kostet der 27,95 Euro.
25, also da ist er auch reduziert und der ist wohl mit Hyaluronsäure und Koffein und er deckt kleine Unvollkommenheiten ab. Der soll auch einen leichten Glow erzeugen ohne starken Schimmereffekt und den gibt es in zwei Farben. Den gibt es auch nochmal in so einem peachigen Ton. Der ist aber, glaube ich, eher für dunkle Hauttypen geeignet. Ich gebe mir mal ein bisschen was hier so hin an die Seite und schnappe mir meinen BK Beauty Angie Hot and Flashy Concealer Pinsel, die A506, und blende den mal aus. Und ich denke, da ich heute eh eher so ein leichtes Make-up machen möchte, hat sich das sehr gut angehört. Er hält schon um einiges auf. Von der Abdeckung im ersten Moment ziemlich leicht. Er fühlt sich sehr schwerelos an. Das gefällt mir im ersten Moment ganz gut. Er wirkt auch feuchtigkeitsspendend. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob er austrocknen würde. Sie schreiben dazu, wenn man mehr Abdeckung haben möchte, soll man ihn halt kombinieren mit einem Concealer. Der ist wohl auch dafür geeignet, um halt das Gesicht aufzuhellen oder bestimmte Partien. Ich mache das nicht ganz so oft, sondern benutze die meistens auch nur so als Concealer. Das macht meiner Meinung nach erstmal einen sehr guten Eindruck. So, ich habe euch mal näher rangeholt, habe gleich noch einen Augenprimer aufgetragen. Ich versuche gerade den von Chantecaille, die Next Generation Eye Base, aufzubrauchen. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Ich finde den ein bisschen trocken und ein bisschen schwierig aufzutragen. Also es kommt immer nicht so viel Produkt. Ich würde mir den einfach ein bisschen cremiger wünschen. Wenn man ihn dann drauf hat, funktioniert er gut. Aber da ist der von Sigma weitaus cremiger und kostet irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich die Hälfte. Deswegen ist das einer, den ich mir nicht mehr nachkaufen würde. Dann habe ich bei ganz vielen YouTubern und TikTokern und wo nicht alles die neuen Produkte von Make-up by Mario gesehen. Und zwar einmal den Soft Sculp Transforming Skin Enhancer. Der kostet 37 Euro. Ich habe jetzt hier Fingerpappen drauf. Das kommt in so einer Plastikverpackung. Ich habe das direkt bei Make-up by Mario bestellt. Die liefern ziemlich zackig nach Deutschland. Man zahlt keine Zollgebühren. Das übernehmen die für einen. Und das soll ein Complexion Balm sein, also ein 3 in einem, der die Haut aufwärmt und auch nährt mit einer leichten Deckkraft, um den Hautton auszugleichen. Man kann den als Bronzer auftragen. So werde ich das heute machen. Man kann den aber auch insgesamt, um das wie so ein Skin-Tint oder so ein bisschen, wenn man etwas Farbe haben möchte. Sie haben 6 verschiedene Farben. Ich habe die Farbe Light Medium. Ich denke, dass ich auch mit der Farbe Light gut klargekommen wäre. Da bin ich mal gespannt. Wenn der mir gut gefällt, dann hole ich mir vielleicht die Farbe Light. Also das ist er. Wenn man da reingeht, der ist auch richtig balmig. Und wenn ich den auf meiner Haut swatche, sieht der so aus. Und viele lieben den. Ich habe aber jetzt auch schon eine gesehen, die hat eine sehr ölige Haut und die hat gesagt, sie kommt überhaupt nicht klar mit dem Produkt. Der würde bei ihr auseinanderbrechen. Ich habe ja eher eine trockene Haut, deswegen hoffe ich jetzt mal, dass er für mich gut funktioniert. Es hört sich sehr gut an, weil es so ein leichter Hauch von sein soll. Einfach so ein bisschen, ohne dass man aufpassen muss, dass man da zu viel im Gesicht hat. Und es soll halt sehr natürlich aus. Ich nehme da mal von BK Beauty den 106 Pinsel und gehe da mal so ein bisschen rein. Und dann werde ich den jetzt als Bronzer auftragen, weil der Farbton, wie man schon sieht, bei meiner hellen Haut nicht dafür geeignet ist. Also für mich zumindest nicht, um dass ich den im ganzen Gesicht auftrage. Aber wie man sieht, das sieht tatsächlich sehr leicht und sehr natürlich aus. Ja, das ist doch schon neutral mit so einem leichten Rot-Touch, gar nichts in die orangene Richtung gehend. Das ist sehr schön. Und die Farbe Light, die sieht noch sehr viel kühler aus. Deswegen denke ich, wäre ich mit dem auch gut klargekommen. Ich gebe das auch mal hier so ein bisschen über die Nase. Lässt sich super leicht verblenden. Man kann es auch ein bisschen aufbauen.
Wobei ich da sage, ich glaube, mit dem Aufbauen, dadurch, dass es ja so ein leichtes Produkt ist, hält sich das in Grenzen. Und ich muss sagen, jetzt direkt, wenn ich sehe, kann ich verstehen, was viele gemeint haben mit dem, das sieht so natürlich aus. Das sieht super schön verblendet aus. Und es ist nicht so sehr viel Farbe, sondern nur ein Hauch von. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Es fühlt sich schon noch feucht an, aber insgesamt auch meine, ich habe ja noch nicht abgepudert, meine Foundation fühlt sich noch ziemlich feucht an und es hat schon auch noch mal so ein bisschen Glanz mit dabei, aber nicht so, das ist so ganz subtil, also es ist jetzt nicht irgendwie schimmrig oder so. Ich glaube, das gefällt mir gut. Ich muss das noch mal ausprobieren, wie es da ist mit der Haltbarkeit. Ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass es so barmig ist, dass wenn man jetzt sehr ölige Haut hat und dann ist eh mit Cremeprodukten und wenn es dann noch so sehr barmige sind, also weil das, es gibt ja auch trockenere Cremeprodukte, wie zum Beispiel der Bronzer von Charlotte Tilbury, der klappt wahrscheinlich auch gut für ölige Haut. Hier kann ich mir schon vorstellen, dass das auseinanderbricht, wenn die eigenen Öle zu sehr durchkommen. Erster Eindruck ist sehr gut. Das ist ein Produkt, das kann ich mir auch super vorstellen für einen Urlaub. So No-Make-up-Make-up-Looks, wenn man einfach so ein bisschen Farbe im Gesicht haben möchte, vielleicht gar keine Foundation. Er hat das auch bei TikTok gezeigt, so ganz ohne Foundation. Und dass man so ein bisschen Farbe ins Gesicht bringt, dann vielleicht etwas großflächiger das aufträgt. Und dann sieht das einfach etwas gesünder aus. Also das gefällt mir schon mal sehr gut im ersten Moment. Er hat dann noch ein Soft Scalp Transforming Skin Perfector. Der kostet 42 Euro. Den gibt es in 5 Farben. Und das ist ein 3-in-1 Puder, um zu perfektionieren, illuminieren, zu blurren und für einen strahlenden Effekt auf der Haut, auch mit so einem Airbrush-Effekt. Und man hat hier unten fast wie so ein Bronzer. In der Mitte, das sieht schon mehr wie so ein Highlighter aus und ein Setting-Puder. Oh, jetzt bin ich da ein bisschen sehr fest reingegangen. Also, das ist der Bronzer-Ton. Das ist dann so ein illuminierendes und das da oben ist wie so ein Setting-Puder. Gib mir das auch mal auf die Hand. Er meint, man kann das im ganzen Gesicht verwenden, aber da habe ich gesehen, viele haben das probiert und gerade der hier und auch das obere Puder, das ist schon sehr strahlend, glaube ich. Also da weiß ich nicht. Ich habe das bei Morgan Turner gesehen. Die hat das unter den Augen aufgetragen und das hat richtig geleuchtet. Das hat dann meiner Meinung nach nicht so gut ausgesehen und ihr hat es auch nicht gefallen. Also deswegen denke ich, werde ich das jetzt nur mal nehmen, um den Bronzer praktisch zu setten. Nehme dafür auch meinen Soft Cheek Pinsel von Sonia Chi und gehe einmal so komplett in das Produkt. Da bekomme ich auch ganz viel auf den Pinsel. Und gehe mal so hier so ein bisschen drüber. Guck mal, was passiert. Ja, da habe ich dann aber auch so ein bisschen was Weißes von dem oberen Puder mit dabei. Gehe ich mal nur hier unten rein. Dann geht das auf jeden Fall besser. Also so als Bronzer-Setter oder Bronzer-Topper, weil man doch noch mal einiges an Glanz bekommt, kann ich mir das vorstellen. Aber es ist schon sehr glänzend. Auch hier oben. Ich meine, mein ganzes Gesicht glänzt jetzt. Ich habe ja noch gar nicht gesettet und die Foundation von Pat McGrath ist auch ziemlich leuchtend. Da werde ich jetzt gleich nochmal abpudern. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Im ersten Moment gefällt mir der Balm an sich besser. Ich probiere mal zu setten. Und zwar hat Michelle Wong seit Wochen und viele andere schwärmen von diesem Puder von Say. Und zwar das Say Airset Radiant Loose Setting Powder. Da sind 4 Gramm Produkt enthalten. Es kostet 22,60 Euro. Bei Cult Beauties gibt es in 3 Farben. Und ich habe mir die Farbe Translucent mitgenommen. Das war jetzt wochenlang oder Monate sogar ausverkauft. Deswegen habe ich das jetzt erst bekommen. Aber das hat mich so neugierig gemacht. Die Verpackung sieht sehr schön aus. Das ist sehr schmal. Das gefällt mir gut. Viele Puder sind ja so tief. Und hier mit diesem grauen Say hier drauf. Das ist sehr schön. Da ist nochmal die Rückseite. 24 Monate Haltbarkeit. Made in Italy. Ich mache das gute Stück mal auf. Da ist einmal noch so eine Folie drüber. Und dann kann man das hier oben auf- und zudrehen. Das finde ich sehr schön. Ich
kann es nämlich überhaupt nicht leiden, wenn die losen Puder immer so rumfliegen in ihrer Verpackung. Ich gebe mir davon mal etwas in den Deckel. Dann sieht das erstmal so aus. Das ist sehr, sehr fein gemahlen. Dann sieht das so auf dem Finger aus. Das wird man jetzt auf der Haut nicht sehen. Das fühlt sich super seidig an, fast so samtig. Sehr schön. Und das soll ein Puder sein, was so ein, ja, leuchtendes Finish auch gibt, was ganz schwerelos sein soll. Also soll nicht diesen Pudereffekt bringen. Sie schreiben ein Natural Velvety Finish. Kommt nicht sehr viel auf einmal raus. Und dann nehme ich mal einen kleineren Pinsel von Chikuhodo, den 05er aus der Kasan-Serie. Und gehe da einfach mal so ein bisschen rein, klopfe das ab und gebe mir das jetzt mal so praktisch da auf die Stellen, wo ich jetzt noch kein Puder habe. So ein bisschen auf die Stirn. Gehen wir noch mal so ein bisschen insgesamt. Und dann sieht das so aus. Ich finde, man sieht immer noch so ein bisschen den Abstand von dem Banana Lowlighter. Den sollte ich beim nächsten Mal wahrscheinlich als erstes auftragen und dann die Foundation drüber. Das Puder macht einen guten Eindruck. Das gibt schon so das Gefühl, dass es gesättet wäre. Fühlt sich butterzart an auf der Haut, also sehr schwerelos. Und meine Haut ist richtig wie so glatt, wenn ich jetzt drüber streiche. Es hat so ein bisschen den Glanz reduziert, aber Leuchtkraft ist trotzdem noch da. Da bin ich mal gespannt, wie das weiterhält. Ich hatte ja gerade das von Westman Atelier, was mir auch sehr gut gefällt. Das hat noch so ein bisschen mehr so einen Blurring-Effekt. Das hat das jetzt nicht so stark, aber es wirkt halt auch überhaupt nicht austrocknend. Sehr schön. Dann haben ganz viele geschwärmt von dem Dior Show On Set Brow. Eine Augenbrauen-Mascara Waterproof. Ich habe da die Farbe 01 Blond. Das kostet 28,45 € bei Sephora. Gibt es in drei Farben. Und da sind wieder so Mikrofasern mit enthalten, die ja bei mir eher immer schwierig sind bei den wenigen Haaren. Ich kaufe es mir trotzdem immer. Das ist ein super kleines Bürstchen. Guck mal, ob ich irgendwas von der Farbe mal hier so ein bisschen hinbekomme. Das ist die Farbe Blond. Die sieht schon mal gut aus. Nicht zu warm auf jeden Fall. Gib mir das mal hier so rein. Also was ich schon mal gut finde, ist dieses kleine bisschen. Ich habe auch das Gefühl, das wird jetzt schon fest. Ich weiß jetzt nicht, so ein bisschen voller sehen die Augenbrauen jetzt schon aus, aber hier hinten hört es halt auf, weil da habe ich keine eigenen Haare. Da kann ich zwar etwas von der Farbe hinmalen, aber ich muss da auf jeden Fall nochmal mit dem Stift drüber. Mach das auch nochmal auf der anderen Seite. Dann sieht das so aus. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen antrocknen und fülle meine Augenbrauen noch ein wenig mit einem Stift auf. So, jetzt habe ich das aufgefüllt. Dann kommen wir zu Fenty. Das habe ich jetzt nirgends gesehen, aber ich denke, ich schmeiße es hier mal mit rein, weil ich das irgendwie, ja, das hat mich interessiert. Ein Bronze Shimmer Puder von Fenty, das ist riesig. Das hat mich an das von Glowish erinnert, an den Bronzer. Aber das ist richtig schimmrig. Die Verpackung ist sehr schön gemacht. Das changiert so ein bisschen ins Lila und mit so Goldeinschüssen auch die Außenverpackung. Das gibt es wohl in zwei Farben. Ich habe die hellere Farbe, hoffe ich. Toast and Swirl. Bronze Chocolate Swirler. Das sieht so aus. Das sind 12 Gramm enthalten. Ich blende hier den Preis ein. Den habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Und von innen sieht das Produkt so aus. Und das sieht super leuchtend aus. Wenn ich da einmal rumgehe, dann habe ich im Prinzip fast nur Gold auf der Hand. Das erschreckt mich fast ein bisschen. So sieht das aus. Also fürs ganze Gesicht ist das sicher nichts, wenn dann nur so als Bronzer-Topper. Ich probiere das mal. Ich nehme den Sonia Chi-Pinsel, gehe da mal so ein bisschen rein und gebe mir das mal so etwas über meinen Bronzer drüber. Und oh ja, das ist richtig leuchtend. Also als Highlighter könnte ich es nicht verwenden, da wäre es mir zu dunkel.
Ich kann es, wenn, glaube ich, nur so als Bronzer-Topper verwenden. Und mir kommt das so dunkel vor. Ich muss mal nachschauen, ob ich wirklich die helle Farbe erwischt habe oder nicht aus Versehen die dunkle Farbe. Weil das wirkt schon sehr dunkel und ist super glänzend. Ich mag sowas ja oftmals ganz gerne, so wirklich als Topper. Aber ich sehe jetzt hier, ich glaube in der Kamera sieht man es gar nicht so richtig, schon auch hier unten schon auch meine Textur. Das ist halt immer mit so leuchtenden Produkten. Ich weiß nicht, als was es gemacht war, also so als alleiniger Bronzer. Ich glaube, da wäre es mir viel zu leuchtend, wenn nur so als Topper kann ich mir das vorstellen. Das sieht jetzt auch nicht schlecht aus, aber damit muss ich mal noch mal ein bisschen rumspielen. Ich weiß nicht, habt ihr das? Wie verwendet ihr es? Weil auch so, wenn ich das hier auf die Stirn auftrage, dann sehe ich natürlich auch auf der Stirn meine Textur. Da weiß ich nicht. Sieht halt sehr nach Sommersonne aus und meiner Meinung nach überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Glowish Bronzer, weil das ist wirklich ein Bronzer, der so ein bisschen ein Glow drin hat. Ich kann ihn ja mal rausholen. Ich habe da die Farbe 02 Medium, da hätte ich damals einen dunkleren nehmen können. Bei mir ist da sehr viel Weiß mit drin. Und der hat schon so ein bisschen Hardpan. Also erstens ist die Formulierung eine ganz andere. Und dann sieht man hier, ich glaube, da sieht man es ganz gut. Das ist jetzt der Glowish. Und das ist der von Fenty. Und der von Fenty ist richtig leuchtend. Und der von Glowish ist eigentlich mehr matt. Der gefällt mir sehr gut. Das ist ein schönes Produkt. Aber der von Fenty, ja. Die würden vielleicht gut zusammenpassen, so den hier und dann den als Topper drüber. Aber außer, dass sie von der Marmorierung ähnlich sind, haben sie ansonsten meiner Meinung nach nichts gemeinsam. Und was ganz lustig ist, seht ihr das? Ich sehe hier schon praktisch das Netz drunter. Die Formulierung ist auch ganz zart, fühlt sich sehr cremig an. Interessante Textur. Auf jeden Fall, da muss ich noch mal ein bisschen rumspielen, wie ich das am besten verwenden soll und ob mir das, das muss ich auch mal bei Tageslicht sehen, ob mir das dann nicht zu viel Glanz auf einmal ist. Und da wir jetzt schon so viel Glanz im Gesicht haben, kommen wir noch zu sehr leuchtenden Blushes. Gibt es noch nicht so lange, die habe ich jetzt schon bei einigen aber gesehen und RMS ist jetzt nicht so ganz oben auf meinem Radar, aber die sahen so spannend aus. Also die Marke ist RMS Beauty, das ist eine Clean Beauty Brand und das ist der Redimension Blush, ein feuchtigkeitsspendendes Puder Rouge, so schreibt Sephora. Da gibt es 6 Farben, die kosten 33,95 Euro das Stück. Man hat 7 Gramm Inhalt und dann habe ich einmal die Farbe Mai Tai, das habe ich in meinem Haul gestern gezeigt. Dann habe ich die Farbe Maiden's Blush und dann noch die Farbe Hanky Panky. Den habe ich auch so ein bisschen aufgetragen und das sind so ganz leuchtende. Wenn man da reingeht, das fühlt sich fester an von der Konsistenz als jetzt das von Fenty. Da ist man so, da gleitet man so richtig drüber. Und ich finde die Farbauswahl einfach bei den Blushes sehr gut. Und so sehen die auf dem Finger aus. Da kann ich mir auch vorstellen, das würden auch gute Lidschatten abgeben. Der Maidens, der ist für mich so, dass ich sage, das wäre auch so ein bisschen, ich trage die auch nochmal hier auf, so ein bisschen ein Bronzer-Blush-Hybrid. Da habe ich aber schon so viel Glanz jetzt im Gesicht. Ich gehe mal auf der einen Seite mit dem Lilanen rein. Und ich bleibe heute einfach, ich bin sehr faul, ich habe hier so viel Pinsel stehen, aber ich nehme mal den Soft Cheek von Sonia Chi, der ist so schön fluffig, den nur abgewischt, weil ich hier so ein bisschen Angst habe, dass ich da zu viel Produkt drauf bekomme. Ich meine, ich leuchte eh schon so, aber also auch den kann man doch sehr soft auftragen. Ich glaube, der ist sehr gut pigmentiert. Ich meine, mit so einem soften, fluffigen Pinsel klappt das ganz gut. Und dann sieht das so aus. Und der hat schon eine eigene Leuchtkraft. Ich meine, jetzt über dem Fenty, glaube ich, das ist jetzt zu viel, so ein bisschen viel Glanz auf einmal. Aber ansonsten kann ich den auch, also ich finde, der sieht jetzt doch ziemlich natürlich aus. Ist halt durch dieses Lila eine kühlere Farbe. Gefällt mir aber sehr gut. Sieht so ein bisschen,
ja, sonnengeküsst auch aus. Meine Lichter spiegeln sich jetzt nur so sehr, weil überall so viel Glanz in den Produkten ist. Und dann wische ich mir den Pinsel ab und gehe in die Farbe Mai Tai. Die sind wunderschön allein zum Anschauen. Und da gehe ich jetzt hier auf diese Seite. Und der ist schon, ja, sehr viel leichter, hat aber auch richtig stark Glanz mit drin. Aber da ist die Grundfarbe, ja, so ein bisschen subtiler. Ich habe nur so einen Hauch von Orange, aber mehr auch dieses Leuchten. Sieht aber sehr gut aus auf der Haut. Ich finde nicht, dass die jetzt die Textur noch mal mehr hervorheben. Das fand ich jetzt bei dem Fenty hier oben. Der hebt die Textur schon hervor, aber bei denen habe ich das Gefühl, dass die fast noch mal so ein bisschen ausgleichen. Das gefällt mir sehr gut. Die probiere ich noch mal aus, wenn ich nicht schon 100 andere Glowy Sachen im Gesicht habe. Ich glaube, dann kann ich mir noch einen besseren Eindruck verschaffen. Aber im ersten Moment von der Pigmentierung auch für meine helle Haut, auch für die dunkle Farbe, so dass ich gut mitarbeiten kann. Ich denke, mit so einem festeren Pinsel bekommt man schon auch mehr Produkt. Das hat man ja hier auf den Swatches gesehen, dass da die Farben sich durchaus aufbauen lassen. Aber für mich Käseweiß ist es natürlich immer sehr schön, wenn ich die Farben auch sehr leicht auftragen kann. Und ja, im Sommer liebe ich leuchtende Blushes und Bronzer. Und dann habe ich noch eine Lidschattenpalette. Und zwar auch von Ellie Glines inspiriert. Die Too Faced Born This Way Sunset Stripped Palette. Die hätte mich gar nicht interessiert, glaube ich. Die kostet 42,95 Euro bei Sephora. Ich habe die nudige Variante davon. Die ist sehr gut von der Qualität, aber das ist auch jetzt eher so eine Rosy Tone Palette, wie ihr hier seht. Die sieht auch im Prinzip wie die ganz neutrale aus, nur dass halt ein bisschen mehr so rosy Töne mit dabei sind. Und Ellie Glines hat so geschwärmt, dass sie die im Alltag andauernd benutzt. Und deswegen dachte ich, okay, dann muss ich doch mal ausprobieren. Das ist eine, ja, auf den ersten Blick eine auch sehr langweilige Palette. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das eine sehr schöne Alltagspalette ist. Die Umverpackung, das so Cardboard, ein bisschen schwer. Hier sind so Palmen mit drauf. Das reflektiert nur hier alles. Das macht erstmal einen sehr schönen Eindruck. Ich glaube, hier sieht man die Palmen nochmal besser. Man hat einen schönen Spiegel. Das ist so ein Magnetverschluss. Und ich schminke einfach mal so einen ganz leichten, schnellen Augenlook. Dann nehme ich mal einen Pinsel. Das ist jetzt von Mitsuhu. Da steht leider nichts weiter drauf. Ein Lidschattenpinsel. Und dann gehe ich mal in die Farbe Chai Times, also auch in diesen rosigen Ton, und gebe mir das mal hier einfach in die Crease. Von der Pigmentierung, also ich kann da schon ordentlich reingehen, ohne abzuklopfen. Also sind jetzt nicht so ganz stark pigmentiert, lässt sich aber gut ausblenden. Ich kann ja auch hier mal, ich mache mal zwei verschiedene, so mal mehr Farben sehen. Und dann gehe ich mit dem Finger in den passenden Schimmerton. Der sieht so aus. Und den gebe ich mir jetzt einfach hier übers gesamte Lid. Und das ist ein schöner metallischer Ton. Der hat auch schon ordentlich Glanz. Der ist jetzt auf jeden Fall nicht so ganz nichtssagend. Und dann könnte man das schon so lassen. Ich wische mir mal den Pinsel ab. Und dann gehe ich mal in die Farbe Surfboard. Das ist hier der Ton. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Puder-Kickback gehabt. Und gebe mir das mal hier so auf die andere Seite und auch so großzügig. Das ist jetzt so ein ganz leichter Ton. Und dann gehe ich auch mit dem Finger in den dazugehörigen Schimmer. Der hat so ein bisschen was Lilanes mit drin. Fast so ein wenig Duochrome, so lila-gold. Ist eigentlich ganz schön gemacht. Also die Schimmer, die sind sehr schön. Die matten Töne, ja, die sind so okay. Jetzt nicht so die besten, was ich kenne. Aber jetzt auch bei Weitem nicht so schlecht. Aber die Schimmertöne, die zwei, die ich jetzt verwendet habe, die machen guten Eindruck. Ich nehme mal von Ray Morris den 8,5 Pinsel und gehe in diese Farbe hier unten rein. Der hat auch so einen
Shift, den gebe ich mir mal einmal hier in den Innenwinkel. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt, aber der hat so einen richtig schönen Rosé-Shift mit dabei. Und dann gehe ich aber auch nochmal in den Shell Yeah-Ton. Das ist der hier oben. Der sieht so ein bisschen mehr gelblich-orangig aus. Und den gebe ich jetzt einfach hier rein. Okay, mit dem einen hatte ich jetzt so ein bisschen Fallout, weil ich da einfach jetzt auch zu unvorsichtig reingegangen bin. Sehr schön. Das sind jetzt im Prinzip 2 bis 3 Farben. Ich könnte jetzt hier natürlich nochmal mit dem Schokoladenbraun oder hier dem ganz dunklen Braun nochmal ein bisschen den Außenwinkel abdunkeln. Aber manchmal tagsüber gehe ich auch für so ganz leichte Looks. Ich hätte jetzt hier noch so ein bisschen besser verblenden können. Die lassen sich schon verblenden. Das sind jetzt nicht die feinsten matten Lidfarben. Was mich aber sehr positiv überrascht, sind die Schimmerfarben. Manche haben so einen Shift nochmal mit drin, dass sie so ein bisschen schoschieren. Das finde ich ganz spannend und sehr schön. Auch die anderen, was ich jetzt probiert habe, die metallischen Töne, die sind sehr butterzart und die haben schon auf jeden Fall Strahlkraft. Also da sieht man schon was auf dem Auge. Die werde ich gerne noch mal ein bisschen weiter ausprobieren und dann noch mal was zu sagen. Vielleicht auch noch mal ein paar Looks mit schminken. Erster Eindruck ist ganz gut. Matte Farben, guter Durchschnitt, würde ich sagen. Aber die Schimmerfarben, die reißen es raus und halt das super easy Farbschema. Also sucht man was, wo man nicht drüber nachdenken möchte. Die sind auch noch so aufgebaut, wie man sie miteinander benutzen kann. Man kann auch mixen und matchen, aber das klappt schon so auch, wie sie beieinander sind. Da finde ich das eine sehr schöne Alternative. So, dann habe ich jetzt nur ein bisschen Mascara aufgetragen und als Lippenstift habe ich von Christian Audette und Tara Lynn die Kooperation mit aufgetragen, das ist die Farbe Bare Nectar. Das ist so ein peachiger Ton und ein Gloss, der so einen Tacken Pink noch mit dabei hat. Gefällt mir sehr gut. Leider kostet es Zollgebühren, lohnt sich in Deutschland fast nicht zu bestellen. Es wird dann schon sehr teuer. Ich bestelle sowas immer. Ich gucke Tara Lynn sehr gerne und wenn die Kooperation haben, dann kaufe ich das einfach auch, um den YouTuber zu unterstützen. Aber das war, glaube ich, sehr teuer. Ich werde es unten verlinken und schreibe es noch mit dazu, weil der Lippenstift an sich von Christian Audette, da habe ich schon ein paar, die gefallen mir sehr gut und auch der Gloss fühlt sich gut an. Also eine sehr schöne Kombination. Ansonsten auch viele tolle neue Produkte für mich dabei gewesen. Sehr schön, wenn die Empfehlungen anderer YouTuber dann auch für einen funktionieren und vor allem sehr schön, wenn es Produkte sind, zu denen man selber vielleicht nicht gegriffen hätte. Also einmal von Make-up by Mario, vor allem der Transforming Skin Enhancer, den werde ich gerne weiter austesten. Auch der Banana Lowlighter macht erstmal einen sehr schönen Eindruck. Die RMS Blushes haben mir allein von der Farbe her und von der Aufmachung, da hat mich die Einprägung schon so überzeugt, aber auch so der erste Eindruck ist hier sehr gut. Das Augenbrauenprodukt von Dior macht auch erstmal einen guten Eindruck. Das ist jetzt auch angetrocknet, also ich spüre es auch, dass so ein bisschen fest ist hier, aber jetzt nicht so, dass es mich stören würde. Das Puder von Zay macht auch einen sehr schönen Eindruck. Das Fancy Bronze Shimmer Puder, da muss ich noch mal schauen, wie ich das für mich am besten verwenden kann. Es ist halt sehr glänzend. Es ist fast wie ein Highlighter, fast schon so ein bisschen metallisch auf der Haut. Die Formulierung ist super zart und super cremig. Das fühlt sich sehr gut an. Das teste ich die nächsten Tage mal ein bisschen mehr. Auch vielleicht über so einen matten Bronzer drüber. Also nicht gerade, wenn ich so einen Balm schon drauf habe. Und dann das Puder von Make-up by Mario. Da ist ja auch sehr viel Leuchtkraft drin gewesen. Das waren jetzt auch für mich, glaube ich, zu viele Produkte mit zu viel Leuchtkraft. Das ist ein spannendes Produkt. Für mich kein reiner Bronzer. Dafür ist es einfach zu leuchtend. Ich muss da nochmal sehen, ob das wirklich jetzt meine Textur hervorhebt. Hier oben, da sehe ich so ein bisschen. Da weiß ich dann nicht, ob mir das zukünftig gefallen wird. Auf jeden Fall spannend, weiter auszuprobieren. Und die Lidschattenpalette, die hat mich überrascht, muss ich sagen. Das ist eine stinknormale, sehr langweilige Lidschattenpalette, wie das Vorgängermodell auch schon. Also diese ganz neutrale, aber super schöne Schimmerfarben. Solide, matte Farben, mit denen man arbeiten kann, die sich auch verblenden lassen. Ich hatte jetzt nicht wirklich
Fallout bei den matten Farben, ein bisschen bei dem Schimmer, als ich das so in den Innenwinkel gebracht habe. Aber die Schimmerfarben, die reißen es für mich auf jeden Fall raus, muss ich sagen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also auch mit der Palette werde ich weiter rumspielen, wenn man so eine einfache No-Brainer Alltagspalette haben möchte, die schon auch so ein bisschen Strahlkraft haben, dann glaube ich, ist die Palette was. Also diese Born This Way Paletten von Too Faced in diesem Format, da waren jetzt beide, die ich getestet habe, sehr gut. Sind da Produkte dabei, die ihr selbst schon habt oder die ihr gerne testen möchtet? Lasst mich das mal gerne wissen. Ansonsten war es das für dieses Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!